Jetzt haben wir hier ein E30, 340i. Scheiße! Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem weiteren Slalom. Dieses Mal der tollen Kartbahn Lidolzheim. Technische Abnahme gerade hinter mich gebracht. Das heißt, ich habe jetzt noch so ein halbes Stündchen, bevor es losgeht. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen filmen. Da hinten gibt es ja auch noch einige Spots, wo man sich hinstellen kann. Oder hier oben auf die Brücke, auf die große Gerade. Da gibt es schon einige Möglichkeiten. Von daher werde ich das mal abchecken über den Tag. Und ja, dann geht es bald los. Haben wir hier schon mal ein paar Highlights aus dem Fahrerlager. Ja, über die Jahre kennt man ja die Leute und die Autos. Hier super schneller MX-5 von Michael Zellner. Der ist auch mal für eine Tagesbestzeit gut. Schauen wir mal, wie es heute aussieht. M2 Competition. Und hier haben wir ein sehr schönes, aber auch seltenes Fahrzeug, nämlich der E30 320 IS. 3745 Stück. Und das Auto ist auch bekannt als Italo M3. Das hat den Hintergrund. Ende der 80er wurde in Italien eine Luxussteuer beschlossen für Fahrzeuge mit dem Hubraum über 2 Liter. Der damalige E30 natürlich mit 2,3 Liter drüber gewesen. In diesem Zuge hat man reagiert und den 320 IS mit 1990 bzw. ja, knapp 2 Liter Hubraum gebracht. Der Hub wurde verringert, die Pleuel wurden länger und damit brachte man 192 PS auf die Kurbelwelle, also der musste sich zum damaligen M3 E30 also wirklich nicht zurückhalten oder verstecken. Man sieht doch hier, die Karosse ist natürlich um einiges dezenter, nicht die breiten Backen wie beim M3. Auch das Spoilerwerk fällt sehr verhalten aus, aber trotzdem war es eine super Alternative für die damaligen Umstände und das Auto braucht sich auf jeden Fall nicht verstecken. Soll auch sehr, sehr drehfreudig sein, der Motor, der Begrenzer bei 7000 Umdrehungen und ab 4, habe ich mir sagen lassen, geht da so richtig die Post ab. Ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Auch eine sehr coole Variante, wirklich damals auch für die italienischen und portugiesischen Kunden, eine Alternative zum M3 zu schaffen, ohne natürlich die Kunden zu verlieren und das Ganze steuerrechtlich ja ein wenig durchzudribbeln. Aber ein sehr, sehr schönes Auto und das so selten gebaut wurde, mal beim Slalom zu sehen, im Renneinsatz, ist schon sehr, sehr schön. Man sieht auch hier, es sieht aus wie ein normaler E30, natürlich hat er nicht diese aggressive Verspoilerung vorne und hinten, aber wirklich ein kleiner Wolf im Schafspelz. Meine Güte, hört er sich gut an. Schönes Auto. Ja, auch mal sehr schön, wenn sich ein exotischer Japaner hierhin verirrt. Wir sind jetzt hier in der Startgruppe. Geht jetzt gleich dann los. Da stehen wir. Das heißt, wir müssen noch die ganzen Fahrzeuge abwarten, aber dann können wir endlich auf die Strecke. Jetzt gleich aufpassen, hinten in der Kurve da, ist mir letztes Jahr nämlich der Gang rausgesprungen, ich blende das gerade mal ein. Auf geht's in den Probelauf, mal sehen was so geht hier auf der Strecke. Schauen wir mal. Thank you.
Geiler Kurs, richtig gut gestellt, macht super Laune. So, schauen wir mal, 1:02:33. Ist doch schon mal eine gute Zeit. Hey, ganz kurz. Ihr habt hier kein Stoppschild, oder? Wie denn? Ihr habt hier nirgendwo ein Stoppschild, oder? Nö, du kannst ihm aber ein Bier mitbringen im Fall. Ja, da bring ich mir lieber selber eins mit. Hört sich aber gut an. Bring aber später eins. Ja. So, dann mal auf in den ersten Wertungslauf. Das hat hier drüben schon mal super funktioniert. Ich hatte keine Probleme, dass mir der Gang rausgehüpft ist oder ich in den zweiten runterschalten konnte. Von daher nochmal so, die Zeit war auch nicht schlecht. Von daher auf in den Kampf, alles stehen lassen, nichts abräumen. War das eine unnötige Pylone? Die muss doch nicht sein. Ja, 1:02:64 Zeit war okay. Ah, shit. Das muss doch nicht sein. Naja, mal gucken, was der Rest so fährt. Vielleicht kann man da mit einem schnellen zweiten Lauf die Sache noch irgendwie retten, aber ja, hier außen links ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, da muss ich ein bisschen das Tempo rausnehmen. Weil die Zeit, die man da gut macht, wenn man eine schnelle Linie fährt, die kriegst du niemals wieder rein durch eine... Ich meine, das lohnt sich nicht für eine Pylone. So, jetzt noch ein schneller, sauberer Lauf. Fehlerfrei. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Zum 2,74, ja, okay. Naja, gleichmäßig fahre ich schon mal, das ist schon mal gut. Denn jetzt geht es in die Gleichmäßigkeit. Das Endresultat der Klasse 5, also leider wirklich eine sehr, sehr spärliche Besetzung. Ja, drei Starter, super schade auf der tollen Strecke. Aber trotzdem natürlich den Klassensieg geholt und ja, trotz des Fehlers. Ich hätte mir noch zwei einbauen können, aber ja, ich bin froh, dass so gut gelaufen ist. Nochmal im blauen Auge davon gekommen, sehr gut. So, Streckensicherung fährt noch mal kurz über die Strecke. Danach kommen die beiden Fahrzeuge noch aus der Startgruppe. Nummern sind schon umgehangen. Jetzt geht es in die Gleichmäßigkeit. Das heißt, zweimal möglichst ähnliche Zeiten fahren mit der geringsten Abweichung. Und der die geringste Abweichung hat, gewinnt dann das Ganze. Ja, da sind wir dieses Jahr gut aufgestellt. Viele Starter. Gucken wir einfach mal, ne? Geht in ein paar Minuten los. So, da geht es auch schon endlich weiter. Jetzt zwei solide Läufe. Möglichst nah beieinander.
und dann gucken wir mal, wo uns das am Ende hinbringt. Scheiße, da habe ich mir aber jetzt hier eine ziemlich flotte Vorlage gelegt. Da hat aber auch alles gepasst im Lauf. Gut, gut, das heißt, jetzt haben wir wenig Spielraum für irgendwelche Fehler. Aber ich gebe mein Bestes. Manche Stellen besser, manche Stellen schlechter, würde ich sagen. Boah, 1,01, 92, 0,1. Geil, geil, Mann. Das ist gut. Das ist sehr gut auf dieser Strecke. Wow, leck mich fett. Boah, das war flott, ja. Das war flott. Boah, ich habe schon jemanden gesehen, der eine 0,1 Abweichung hat. In dem Fall zählt die schnellere Zeit. Ich weiß nicht, was er gefahren ist, aber holy shit, Leute, Leute. Boah. Ich habe gedacht, ich bin schneller, aber dass es wirklich nochmal auf eine Zehntel reicht, das hätte ich nicht gedacht. Boah. So. Dann packen wir nochmal ein. Dann stelle ich das Auto schon mal in Schatten. Boah, guckt euch das an hier. Da stehen schon, also für Oldtimer und Youngtimer Herzen ist hier immer was dabei im Slalom. Ja, dann steht das Auto in Schatten und dann gucken wir uns noch den Rest der Veranstaltung an. Wir haben hier auch einige wunderschöne Besucherautos. Da kann ich eigentlich auch mal bei der Gelegenheit ein paar Highlights zeigen. Königsklasse startet, die Klasse 9. Jetzt haben wir hier ein E30, 340i. Der Startliste steht nur ein E30. Ich bin mal gespannt, was da gemacht ist. Ob das ein Joke ist oder ob da tatsächlich irgendwas anderes unter der Haube ist. Bin mal gespannt. Ich kriege das mal in Erfahrung und dann schauen wir mal, was das hier ist. Ja.
E43i. Ich bin mal sehr gespannt, was sich da drunter verbirgt unter der Haube. Oh. Ich würde mal sagen, das ist ein V8. Vielleicht aus dem 45er, 45i. Ja, jetzt kommt nochmal der Udo mit seinem schnellen M140. Der hat jetzt schon die 57er Marke, also die niedrige, die 57.1 hat er jetzt schon geknackt. Damit tagesschnellster jetzt immer in der Gleichmäßigkeit. Ich glaube, der geht nicht auf die Gleichmäßigkeit. Ich glaube, der will die 56 knacken. Ah, ist schon brutal, wie der Allrad da losschießt. Aber da hinten eingeschmissen. Das heißt, wenn er gleichmäßig bleiben will, muss er das jetzt im Lauf auch wieder machen. Aber 57,08, das ist schon wirklich knackig. Jetzt mal gucken, was im zweiten Lauf noch geht. So, das letzte Auto nochmal von ganz oben hier, wo man wirklich fast die komplette Strecke einsehen kann. Also das ist echt krass hier. Boah, ist das schnell. So, schauen wir, packt das nicht. 57,1, boah, stark. 57,01 und damit hat er die Gleichmäßigkeit sogar gewonnen. Wahnsinnig starke Zeit. Ja, gewonnen hat der Udo die Gleichmäßigkeit doch nicht. Er hat im zweiten Lauf keine Pylone geschmissen. Das bringt ihn relativ weit nach hinten, aber man sieht wirklich alles wieder. Und da ist alles dabei. 09, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2. Also wirklich wieder sehr, sehr knapper Tag gewesen in der Gleichmäßigkeit. Viele Starter. Das ist dieses Jahr wirklich sehr schön zu beobachten. Und da wird es natürlich auch umso enger. Ja, ich auf dem zweiten gelandet mit dem geteilten zweiten Platz hier. Sehr cool, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich da so durchweg gut performen konnte. Und ja, macht einfach Spaß, wenn man sein Ziel wirklich erreicht und zwei so gute Läufe hintereinander fährt. Das ist schon wirklich toll. So, die Veranstaltung ist vorbei und erfolgreich. Einmal Klassensieg, Klasse 5, einmal Platz 2 in der Gleichmäßigkeit. Oh, ey, es war ein langer Tag. Ein warmer Tag, 30 Grad haben wir gehabt, Traumwetter, aber ja, besser zu warm als zu kalt. Von daher, man sieht noch ein bisschen Lidolsheim im Hintergrund, also ja, erfolgreichen Tag gehabt. Ich bin fertig, jetzt heißt es ab nach Hause, aber wie gesagt, hammer Tag gehabt, tolle Autos gesehen, auch Autos, die man sonst nicht sieht. Ich habe es ja schon erwähnt, also nach 7-8 Jahren Slalom, da kennt man sich mittlerweile im Fahrerlager und die Fahrzeuge, da freut man sich schon über jeden Exoten oder über jeden, der sonst nicht dabei ist, aber ja. Spaß gehabt, Erfolg gehabt. So kann es weitergehen. Tschüss, danke fürs Einschalten.